Oh nö, auch der hat immer noch einen. Den er hier losschicken kann. Fischer dir das Kratzen im Hals. Ja, und er schickt auch alles immer wieder nach. Und nach. Und ich komme halt so schnell mit dem Bauen nicht hinterher. Bei diesen Unmengen Gebäuden, die man hier bauen muss, damit dieses ganze System funktioniert. Wehrst du dich bitte auch? Das wäre nett. Ja, ich mag irgendwie eigentlich diese schnellen, hektischen Spiele überhaupt nicht. Das ist hier... Es ist mir hier fast schon... ein bisschen zu hektisch. Weil ich sage ja, ich mag es den Siedlern in aller Ruhe zuzugucken, wie sie so bauen und wie sie so wuseln. Und wenn man nach 20 Minuten schon angegriffen wird, ist halt scheiße. Naja, bringt euch mal in Sicherheit. Ah, den hat er schon gebaut. So. Das hat mich bisher, soweit ich das sehe, zwei Bauernhöfe und das Wasserwerk hier unten gekostet. Das ist... an sich erstmal noch nicht tragisch. So. Das heißt, ich habe jetzt durchaus trotzdem noch die Möglichkeit, mir so ein bisschen Militär aufzubauen, jetzt mal darauf hoffen, dass der einfach nur das gesamte Militär, das er zur Verfügung hatte, sinnlos in die Tonne getreten hat, weil so schnell kann der kein Militär produzieren, der hat einfach nur von vornherein mehr gehabt plötzlich. Was ein bisschen unfair ist, aber gut. So. Der ist fertig, dann kann der jetzt anfangen mit seinem Eisen. Siedler habe ich genug, die mir das Zeug anschleppen. Da ist jetzt auch schon einer. Jawohl. Die Waffenschmiede fangen jetzt auch schon an zu bauen. Gut. Und da geht schon ganz viel Kohle und Eisen runter. So, genau, bei den Ägyptern gibt es Brauereien, die brauen Korn und Wasser, daraus machen sie Bier, das ist dann der Alkohol, der an die Götter gedingst wird. Da ist ziemlich viel Eisen, jawohl. So, dann kriegt er schon mal das Eisen für die Spitzhacke. Ja, genau. Die ist in Auftrag gegeben. Die kommt sofort. So, ja. Da produziert er auch schon. Bin mal gespannt, ob ich hierfür noch einen Hammer brauche oder ob das reicht. Bei den Römern waren die Stadtressourcen immer so gut. Da hat man auch die Leute für... beide Schmieden von vornherein gehabt. Bei den Asiaten habe ich schon festgestellt, ist das schon nicht mehr so. Da muss man schon direkt jedes Mal eine Werkzeugschmiede bauen, um erstmal einen Hammer herzustellen, damit man überhaupt die Waffenschmiede besetzen kann. Ich habe es beim ersten Mal andersrum gemacht, habe erst die Waffenschmiede gebaut und hatte dann für die Werkzeugschmiede keinen Hammer.
Das ist dann ganz großartig, aber das sieht gut aus. So, dann bauen die jetzt hier die Kaserne. Hier oben die Sphinx ist jetzt auch gleich fertig. Okay, die kriegen die letzten zwei Steine. Ja, der hat sowieso noch kein Korn, der ist noch am Anpflanzen und ja. Ist jetzt mit zwei Bauernhöfen, eine Brauerei, eine Schweinefarm und eine Mühle zu versorgen, ist halt ein bisschen doof. Deswegen werden wir jetzt auch trotz allem den Fisch auch mal auf alle Minen verteilen. Dann wird auch was passiert. Sonst passiert da nämlich nichts. Gut. Dann werden wir jetzt auch momentan erstmal nicht in einen Gegenangriff gehen, sondern werden jetzt im Moment erstmal alles, was wir an Militär produzieren, hier erstmal auf Reserve lassen und ein bisschen sammeln. Und gegebenenfalls weitere Angriffe auch erst einmal abwenden zu können. Müssen wir mal sehen. Jetzt sind wir an einem Punkt, jetzt können wir nichts machen außer abwarten. Es ist jetzt auch alles gebaut. Hier hinten ist halt einfach nicht so der Platz. Ich könnte natürlich hier auch. Noch. Den lassen wir jetzt hier wieder weiter holzen. Der hat hier nichts. Ja, da kommen sie doch schon wieder gelaufen. Den brauchen wir nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, ob die sich hier erst an diesem Turm sammeln oder ob sie direkt zum Angriff übergehen. Sie gehen natürlich direkt zum Angriff über, das war ja klar. Was mich jetzt natürlich dann hier die Eisenschmelze kosten wird, gleich. Weshalb dann meine Produktion wieder stockt. Ja, also das ist mir. Also das ist mir hier definitiv zu heavy. Also das kann ich nicht angehen. Das. Ja, super, jetzt alles zerlegt hier unten. Jetzt haben sie hier mir meine Siedler auch noch. In meinem Land ausgegrenzt, wie es aussieht. Ja, und jetzt haben wir auch noch das Problem, sobald hier Soldaten produziert werden, werden ja auch noch direkt angegriffen. Du gehst mir jetzt auf den Turm hier hoch. So, jetzt muss ich eine neue Eisenschmelze bauen. Das kostet wieder Zeit. In der Zeit kann der schon wieder nachrücken. Sag mal. Ach Mann. So, was hat denn jetzt hier noch gestanden? Ach, der Fischer. Meine Holzproduktion natürlich. Der hat sein Holz schon gekriegt, ne? Ja. So, der hat sein erstes Bier bekommen. Nur fürchte ich, wird uns das auch nicht mehr viel helfen. So, Werkzeuge schmieden können wir jetzt auch keine mehr. Thank you.
Ein Elend. Entweder wir kriegen jetzt noch die Kurve oder das wird eine sehr, sehr kurze Runde werden und ein sehr unschönes Ende für dieses nette Siedler-Let's Play. Ja, das ist halt. Ach, scheiße, mein. Ja, komm, leck mich doch. Der kommt schon wieder mit einer Armee. Und mein, ich sehe auch gerade, mein Schlachter ist abgerissen worden in der Zwischenzeit. Der ist auch drauf gegangen. Das heißt, ich habe jetzt auch einfach keine Nahrungsproduktion mehr. Ja, komm, ey, das ist einfach. Ja. Nee, Leute, ganz im Ernst. Vergiss es. Ich bin Bildhauer. Ja, wärst du mal Bildhauer geblieben. Ich stell's jetzt einfach noch mal auf normal, also von normal mal wieder auf leicht. Um es nochmal zu vergleichen, aber. Ich bin Bildhauer. Ist mir egal, dass du Bildhauer bist. Und dann machen wir das Ganze nochmal, aber. Ja. Einfach weil wir das jetzt als Ende für diese. Für diese Reihe hier überhaupt nicht gefällt. Ja, es kann aber auch nicht sein, dass wir nach 20 Minuten einfach schon überrannt wird. Ich weiß auch nicht, wie viel Militär der zum Start hat. Das ist halt völlig übertrieben. Wie schnell der produziert. Ich muss auch sagen, ich habe die römische Kampagne, die hat mir immer Spaß gemacht. Die asiatische und die ägyptische habe ich mir nur sehr selten. Ich habe sie, glaube ich, einmal gespielt und auch irgendwie ganz, ganz früher einmal durchgeschafft, aber es ist ja oft so, Spiele, die man früher gut konnte, sind irgendwie heutzutage unglaublich schwer geworden, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich gehe den jetzt mal besuchen. Habe ich jetzt eigentlich hier Holzfäller. Ach, das Sägewerk habe ich nicht gebaut. Mal gucken, der ist aber auch von vornherein schon gleich viel größer. Also da hat schon gleich viel mehr Gebiet, viel mehr. Wahrscheinlich sowieso auch wirklich viel mehr Soldaten und was weiß ich was. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ich drehe den Spieß jetzt um. Einfach aus Prinzip. Lass mich hier doch nicht verarschen. So. Ja, der hat viel mehr Soldaten zum Start. Ist halt schon dezent unfair. So, aber jetzt habe ich ihm sein Land getrennt. So, jetzt kann er mal sehen, wie er hier was reißen will. Ah. Ja, das ist halt auch wieder dieses klassische Problem, was mich fürchterlich nervt. Ist halt bei den Römern nie so ist, dass du auch einfach keine Siedler hast am Anfang, dass du immer erstmal irgendwelche Häuser bauen musst, damit du überhaupt deine Gebäude besetzen kannst und all so ein Kram. Das ist. Es ist schon anstrengend. So, ich gehe mal hier drüben gucken. Ja, dass der allein schon von vornherein schon drei Militärgebäude hat. Schon gleich ein viel breiteres Land. Das ist nicht fair. Das sind keine fairen Startbedingungen. So, hier hat er nix. Das Land da drüben. Für den Arsch. So, ich kann hier noch ein bisschen weiter ärgern.